Herzlich willkommen, meine Freunde, zum zweiten Feature-Video zu Total Extreme Wrestling 9. Ich habe mal wieder einige neue Features für euch, die ich hier vorstellen möchte. Und beginnen möchte ich mit einem neuen System. Und zwar wurden die sogenannten Geotags für Unternehmen, Veranstaltungen und Orte eingeführt, um den Datenbankerstellern eine einfache Möglichkeit zu bieten, die Region des Spiels zu unterteilen und realistische Zugangsbeschränkungen für Unternehmen zu schaffen. So kann zum Beispiel ein Unternehmen aus Glasgow nur in Glasgow auftreten, wenn es noch klein ist, anstatt in ganz Schottland aufzutauchen. Eigentlich ist es ein relativ simples System, aber es ist auch irgendwie schwierig zu erklären. Jeder Veranstaltungsort kann bis zu 5 Geotags mit jeweils bis zu 30 Zeichen haben. Wenn sie verwendet werden, ermöglichen sie es dem Veranstaltungsort, sich innerhalb bestimmter Unterbereiche einer Region zu befinden. Nehmen wir als Beispiel 3 Veranstaltungsorte in der Region Südengland. Die Lambeth Hall hat die Geotags London, Südlondon und Lambeth. Die Chelsea Arena hat London, West London und Chelsea als Geotag und London Pub hat gar keine Geotags. Unternehmen und Veranstaltungen funktionieren auf genau dieselbe Weise. Für jedes Unternehmen kann optional ein Geotag für jede der ersten 3 Unternehmensgrößen definiert werden. Unbedeutend, winzig und klein. Wenn ein Tag angegeben ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen bei dieser Größe nicht außerhalb dieses regionalen Unterbereichs tätig werden sollte. Um das Beispiel nochmal fortzusetzen, könntest du ein Unternehmen haben, das bei der Region Lambeth bei unbedeutend steht, in South London bei winzig und in London bei klein definiert ist. Dies würde simulieren, dass das Unternehmen langsam expandiert, während es größer wird. Zu beachten ist, dass Unternehmensgrößen über der Stufe klein keine Geotags haben. Das liegt daran, dass ein Unternehmen, sobald es über der Stufe klein steht, natürlich nicht mehr unterhalb der regionalen Struktur eingeschränkt wird. Das klingt super kompliziert, aber das ist es eigentlich gar nicht, wenn man das Ganze vor sich hat. Wenn ich euch das Ganze einfach auf dem Bildschirm zeigen könnte, wäre das so super simpel zu erklären, aber es simuliert die Unternehmensgröße viel genauer, als es vorher der Fall war. Auf vielfachen Wunsch aus der Community werden die Worker statt der Größenkategorien nun reale Größen und Gewichte verwenden. Die Größe reicht von 3 Fuß bis 8 Fuß und die Gewichtsspanne geht von 75 bis 800 Pfund. Als natürliche Folge davon werden nun alle Bereiche, die sich bisher auf Größenkategorien bezogen, wie zum Beispiel die Gewichtsgrenze bei Tidal Belts oder die Suchfunktion, auf das neue System umgestellt. Das verleiht dem Spiel ein realistischeres Gefühl für die Größe eines Arbeiters und ermöglicht ein hohes Maß an Genauigkeit. Der Converter wird automatisch die passenden Werte für TEW 9 auf der Grundlage der verwendeten Größenkategorie für TEW 2020 ermitteln. Dies bedeutet, dass die Datenbanken ohne jegliche Bearbeitung nutzbar sind. Aber aus offensichtlichen Gründen bedeutet es, dass die Datenbankersteller einen erheblichen Aufwand betreiben müssen, um die exakte Größe und das Gewicht aller Personen zu ermitteln, wenn man denn diese absolute Präzision wünscht. In Anknüpfung an die vorherigen Änderungen kann das Junior Heavyweight Gewichtslimit für jedes Unternehmen nun auf ein bestimmtes Gewicht festgelegt werden. Dies ermöglicht es den verschiedenen Unternehmen auf Wunsch etwas anders zu agieren. Für Training Facilities, also den Ausbildungsstätten, können nun Mindest- und Höchstgewichte für Absolventen festgelegt werden, so dass die Datenbankersteller eine bessere Kontrolle darüber haben, welche Schüler aus den einzelnen Einrichtungen kommen. Aber es gibt auch noch mehr Wünsche aus der Community, die umgesetzt wurden. Ein Punkt war das Abschwächen der Häufigkeit des Abgangs von Arbeitnehmern in die Politik. Dabei wurde aber jetzt nicht nur die Häufigkeit reduziert, des Weiteren gibt es jetzt eine 3-monatige Vorwarnzeit, bevor der Arbeitnehmer tatsächlich ausscheidet. Ebenfalls auf Wunsch wurde der verfügbare Platz zum Schreiben von Profilen für Tidal Belts vervierfacht und beträgt nun 1000 Zeichen. Dadurch haben die Benutzer mehr Platz, um auf die Geschichte des Gürtels, frühere Champions und so weiter hinzuweisen. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an mein Projekt, wo ich immer wieder, da das in Echtzeit lief, die Veranstaltungen anpassen musste. Ich musste immer wieder ein Pay-Per-View vorziehen und den dann mittwochs oder samstags bringen, damit wir wieder in Echtzeit laufen, da die Monate bei TEW 2020 immer 28 Tage haben. TEW 9 wird aber auf einen realen Kalender umgestellt und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Änderung sehr gut ankommen wird. Ich persönlich finde das auf jeden Fall sehr gut. TEW 9 befindet sich bereits seit 18 Monaten in Entwicklung. Eine der großen Aufgaben, die so viel Zeit in Anspruch genommen hat, war das Zerreißen der zugrunde liegenden Architektur und die Umstellung auf einen anderen Kalender.
Wie zu erwarten war, hat dies Auswirkungen auf so ziemlich jeden Aspekt des Spiels, so dass alles von Geburtstagen bis hin zur Planung von Ereignissen geändert wurde, um das alles zu berücksichtigen. Da hier das in Windows eingebaute Kalendersystem verwendet wird, kann es mehrere Formate verarbeiten. Du kannst also zum Beispiel 5. Januar nehmen oder Januar 5. Oder du nimmst einfach nur Zahlen. Überall, wo eine Datumseingabe zu finden ist, findest du auch ein Kalendersymbol. Wenn du darauf klickst, öffnet sich ein Pop-up-Kalender, so dass du das gewünschte Datum einfach anklicken kannst, anstatt es immer eintippen zu müssen. Wie bei den Größen und Gewichten wird der Konverter beim Umwandeln einer TEW 2020 Datenbank in eine für TEW 9 automatisch die beste Schätzung vornehmen. Das Ergebnis wird sofort spielbar sein, aber das bedeutet wieder eine Menge Arbeit für die Datenbankersteller, um hier auch die absolute Präzision zu erreichen. In der Vergangenheit hat der Entwickler oft davon gesprochen, dass einer der Hauptgründe dafür ist, dass die TEW-Serie bisher keinen realen Kalender verwendet hat, die Schwierigkeit, ein flexibles Terminplanungssystem einzuführen, das für jeden Firmentypen funktioniert, ohne dabei abzudriften. Das neue Feature der Mehrtagesveranstaltung soll Situationen abdecken, in denen eine Veranstaltung an zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen stattfindet, wie zum Beispiel bei den modernen WrestleManias. Die Art und Weise, wie das Ganze funktioniert, ist recht einfach. Du musst nur allen beteiligten Veranstaltungen denselben Multi-Day-Event-Tag geben, wie eben zum Beispiel WrestleMania. Wenn die Veranstaltungen an aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden und denselben MDE-Tag haben, werden sie als Teil derselben Serie betrachtet. So können beliebig viele Veranstaltungen auf diese Weise miteinander verbunden werden. Die einzige Voraussetzung ist, dass sie von einem einzigen Unternehmen stammen. Sie müssen aber nicht mal an jedem Abend am selben Ort stattfinden. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel eine riesige internationale WrestleMania an 3 Tagen stattfinden lassen. Ihr macht eine Veranstaltung in Las Vegas, eine in London und eine in Berlin. Und habt dann eine 3-tägige internationale WrestleMania. Und jetzt, wo ich es einfach freischnauze ausplapper, finde ich das sogar eine ziemlich geile Idee. In Verbindung mit dem neuen Kalendersystem gibt es auf der Website jetzt auch eine Rubrik, die An diesem Tag heißt. Hier werden verschiedene wichtige Dinge aufgelistet, die am aktuellen Tag in der Geschichte passiert sind, wie legendäre Kämpfe, Geburten, Todesfälle oder Titeländerungen. Diese können auch im Editor voreingestellt werden, damit Datenbankersteller die Geschichte in ihre Spielwelt einbauen können. Das Terminsystem für andere TV-Sendungen wurde nun verbessert und die Terminierungen von Ereignissen angepasst, so dass auch hier Datenbankersteller viel genauer festlegen können, wann sie laufen. Dadurch können viel realistischere TV-Termine simuliert werden. Eine Quality-of-Life-Verbesserung ist, dass es eine vollständige Liste der Austragungsorte und Orte jeder Region jetzt über den Bildschirm der Spielwelt verfügbar ist. Zuvor gab es keine einfache Möglichkeit, diese Information einzusehen, so dass das vielen Spielern helfen wird. Unternehmen haben jetzt ihre eigenen individuellen Auszeichnungen zum Jahresende, die die bekannten globalen Versionen ergänzen. Diese funktionieren genauso wie die globalen, da sie von der KI auf der Grundlage der Statistik der letzten 12 Monate vergeben werden. Darüber hinaus wurden diese Auszeichnungen in die Kriterien für die Aufnahme in eine unternehmensspezifische Ruhmeshalle integriert. Das heißt, wenn man einige von ihnen gewinnt, qualifiziert man sich für die Aufnahme. Die Unternehmensauszeichnungen der vergangenen Jahre können über den Editor hinzugefügt werden, um das Spiel zu bereichern. Das Ganze kommt quasi dem Slammy von WWE nahe. Unter Ausnutzung des neuen Kalendersystems verfügt jeder Titel jetzt über eine Schaltfläche Title Records, die eine Reihe von hoffentlich interessanten Statistiken enthält. Dazu gehören die Top 10 der Worker mit den meisten Titelregentschaften, die längste einzelne Titelregentschaft, also in Tagen, die längste kombinierte Titelregentschaft, die meisten Titelverteidigungen innerhalb einer einzelnen Regentschaft und die meisten Titelverteidigungen über alle Regentschaften hinweg. Bei Tag-Titeln werden diese zusätzlich in Einzel- und Teamtitel unterteilt. Das ist zwar hauptsächlich kosmetischer Natur, aber eigentlich ist es doch ganz unterhaltsam, sich das anzusehen, vor allem wenn man sich für Statistiken interessiert. Tourneeverträge kehren mit einem intuitiveren und robusteren Design ins Spiel zurück, das neue Kalendersystem ausnutzt. Die Wrestler werden im Vorfeld der Tournee unter Vertrag genommen, reisen zu Beginn der Tour in das betreffende Land und bleiben dort, bis die Tour vorbei ist. Die KI für die Entscheidungsfindung wurde ebenfalls überarbeitet, so dass Wrestler die einzigartige Situation einer Tournee besser verstehen. Außerdem gibt es jetzt eine Hintergrund-KI, die dafür sorgt, dass die Wrestler nicht mehr ganz so freizügig sind, wenn es darum geht, für alle und jeden zu arbeiten. Sie werden eher an ein bestimmtes Unternehmen gebunden sein, zumindest solange sie aktiv gebucht werden.
Dies simuliert ein gewisses Maß an Loyalität und ist auch für das Gameplay besser, da es bedeutet, dass mehr Wrestler auf Tournee gehen können, anstatt dass sie von denselben wenigen Leuten in Beschlag genommen werden. Eine neue Funktion im Skill-Vergleichsbildschirm ermöglicht es dem Spieler, eine Analyse des Qualifikationsniveaus des Arbeitnehmers im Vergleich zum Rest der Welt zu sehen. Wenn du dir zum Beispiel AJ Styles Psychologie in der Datenbank ansiehst, siehst du einen Bericht, der zum Beispiel besagt, von den 2500 anderen Workern, die für einen Vergleich ihrer Psychologie in Frage kommen, werden 60 als besser und 10 als gleichwertig angesehen. AJ Styles wird daher als zu den besten 5% Gehörenden betrachtet. Und es ist eine nützliche Methode, um potenzielle Neuzugänge oder diejenigen, die bereits in deinem Unternehmen stehen, zu bewerten. Für diejenigen, die das Spiel noch gar nicht kennen, ist es auch eine praktische Methode, um herauszufinden, was ein gutes Level ausmacht. Auf Wunsch können potenzielle Besitzer oder Headbooker jetzt so eingestellt werden, dass sie sich auf Männer- oder Frauenwrestling spezialisieren, was sich darauf auswirkt, welche Firmen sie versuchen werden zu übernehmen, beziehungsweise bei welchen sie sich um einen Job bewerben. Dies ermöglicht den Datenbankerstellern, ein wenig mehr Realismus hinzuzufügen. Außerdem wurden neue erzählerische Effekte hinzugefügt, die es ermöglichen, Title Belts zu aktivieren oder zurückzuziehen. Dies wurde auch von einigen Datenbankerstellern gewünscht, damit historische Szenarien simuliert werden können, in denen sich die Liste der Titel eines Unternehmens im Laufe der Zeit verändert. Der Spieler kann nun entscheiden, ob er eine seiner Tochtergesellschaften losschneiden möchte. Das bedeutet, dass man eine Tochtergesellschaft loswerden kann, die man nicht mehr benötigt, ohne sie tatsächlich zu schließen und ihre gesamte Geschichte zu löschen. Und das letzte Feature für heute ist die anpassbare Eröffnungswebsite. Der automatisch generierte Day-One-Inhalt für die Website, das heißt das, was man sieht, wenn man ein brandneues Spiel zum ersten Mal startet, wird jetzt nur noch angezeigt, wenn es keine erzählerischen Inhalte zu zeigen gibt. Der Grund dafür ist, dass Datenbankersteller die Eröffnungswebseite optional vollständig mit relevanten Geschichten ausstatten können, wenn sie das wollen. Wie die Intro-Bildschirme ist dies nur eine zusätzliche Möglichkeit, einer Datenbank einen einzigartigen Stempel aufzudrücken und den Spieler von Anfang an in die jeweilige Spielwelt eintauchen zu lassen. Fügt man keine erzählerischen Inhalte ein, wird das Spiel auf die bekannte Geschichte zurückgreifen. Und das soll's erstmal gewesen sein mit der zweiten Folge von diesem Feature-Massaker für TEW 9. Und da ist Massaker tatsächlich mal was Positives. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir gerne eure Meinung in den Kommentarbereich und wartet auf das nächste Feature-Video, was bereits in Arbeit ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass die Vorfreude auf TEW 9 immer ein bisschen größer wird. Und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.